Ja, da sind wir wieder mit dem nächsten Video unseres Orangegurt-Programms. Diesmal soll es um Settings und Preferences gehen. Also ihr kennt diese Dialoge, wo ihr die grundsätzlichen Einstellungen an den Apps vornimmt. Und ja, das möchte ich jetzt mal in einigermaßen kompakter Form darstellen. Es gibt auch wie bei allen anderen Themen, die wir bis jetzt behandelt haben, sehr viel mehr immer zu sagen, aber die wesentlichen Sachen, glaube ich, werden wir hier mit Hilfe dieses Videos schon klären können. Wie immer, Infos zu diesem ganzen Kurs findet ihr unter codeconcert.de, so auch den Link zu dem voraussetzenden Video, wobei ich dazu sagen muss, das muss ich jetzt nicht unbedingt gesehen haben, dieses Fragment-Beispiel, um die Settings zu kapieren, aber ich rate auf jeden Fall, sich zuerst das Fragment-Thema anzuschauen, weil es einfach wichtiger ist, und wenn man das gefressen hat, dann kann man sich um die Settings kümmern, einfach weil die Settings jetzt, ich sag mal, eher untergeordnet sind im Vergleich zu den Fragments. Fragment ist einfach ein sehr viel größeres und wichtigeres Thema. In der Homepage findet ihr auch das Begleitdokument, das ist das Android Course 2.3 Settings Dokument. Dort findet ihr den Code und die zusätzlichen Erklärungen von all dem, was wir hier jetzt besprechen. Auch mit der Empfehlung, das sich in Ruhe mal anzuschauen und durchzuarbeiten. Wie ich eingangs gesagt habe, es geht um die Preferences. Ich möchte ein Verständnis dafür schaffen, warum das notwendig ist und wie ich den ganzen Kram konfiguriere. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die man beachten muss, die beim näheren Hinsehen sehr, sehr bequem sind für den Programmierer. Und ja, es dürfte hoffentlich nicht ganz so komplex werden wie das Thema Fragments. Und insofern ja, wünsche ich viel Spaß dabei. Vom Inhalt her, ich werde als erstes mal die Grundidee der Settings anhand eines Beispiels darlegen. Danach gehe ich auf das Shared Preference Objekt ein. Das wird der Ort sein, wo die Settings auch gespeichert werden. Danach den On Shared Preferences Change Listener. Hört sich jetzt ganz wichtig an, aber ist im Prinzip auch einfach nur ein weiterer Listener. Dann die grundlegenden Eigenschaften von Preference Elementen. Also die Preferences werden mit eigenen Views erzeugt, die auch ein paar eigene Eigenschaften haben. Das hängt mit dem Shared Preference Objekt zusammen. Und danach gehen wir mal auf die einzelnen Elemente, das heißt die Checkbox-Preference, Switch-Preference, die List-Preference und die Edit-Text-Preference. Das sind so die wesentlichen, die man kennt. Es wird noch mehr geben, aber da muss ich jetzt momentan einfach aufs Internet verweisen. Da müsst ihr dann selber gucken, wie ihr die Infos zusammenkriegt, weil ich kann hier an der Stelle wirklich nicht alle machen, sondern nur die wichtigsten. Aber mit denen kommen wir schon relativ weit. Was ich dann noch mit eingepackt habe, ist das Thema Submenü, dass wir nicht zu viele Einstellungselemente in einem Bildschirm haben und das wird dann sozusagen der Abschluss von dem Thema der Preferences sein. Jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, was sind die Settings? Also grundsätzlich empfiehlt dieses Developer Android Forum oder auch die einzelnen Tutorials, dass man die Setting oder in den Settings die Sachen reinpackt, die nicht so oft geändert werden. Also ich empfehle tatsächlich, sich darüber intensiv Gedanken zu machen, weil da ist es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte ich nicht zu viele Einstellungen so tief in irgendwelchen Menübäumen hinterlegen und verstecken. Auf der anderen Seite möchte ich meine normale Applikation nicht durch zu viele Schalter überladen. Und da muss ich irgendwo einen Mittelweg finden. Und ich kenne nur wenige Apps, die jetzt komplett ohne diese Settings auskommen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich einfach begrenzten Bildschirmplatz habe und da nicht wirklich jeden Kram reinpacken möchte. So, also das heißt, wir sprechen hier über zentrale Einstellungen, die, sagen wir mal allgemein, selten geändert werden. Und im Prinzip haben wir jetzt hier wieder unser kleines Device. Und ich habe jetzt hier meine Activity und diese Main Activity zeigt jetzt einfach irgendein Textfeld und hier sage ich jetzt einfach
uncheckt. Das ist einfach so ein Text und den möchte ich jetzt anhand meiner Settings ändern. Das ist wie gesagt nur eine Beispielapplikation. Als Ziel ist es, ich möchte in meine Settings reingehen, in meine Preferences, dort irgendwas verändern, dann wieder zurückgehen und das kann ich, diese Veränderung kann ich dann in meiner Activity wiederfinden. Das ist sozusagen der grundlegendste Fall und es geht bei den Settings wirklich immer nur darum, dass ich sozusagen Einstellungen in meiner Activity wiederfinde und entsprechend der Einstellungen dann meine Ausführung meines Programms dann ändere. Und das wäre jetzt der einfachste Fall. Ausführung heißt, ich zeige einfach was anderes an. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sollte ich in meinen Settings-Dialog gelangen. Bei den Handhelds ist es mitunter so, dass ich hier so einen eigenen Button habe, Hardware-Button. Bei Tablets und anderen Geräten ist es oftmals so, dass ich das über einen eigenen Menüpunkt in mein Hauptmenü finde. Darüber werden wir nachher aber noch mal ein bisschen näher eingehen. Grundsätzlich mal, ich glaube, jeder findet in seinem Gerät den Knopf, wo man über die Settings oder in die Settings reinkommt. So, jetzt habe ich hier die einfachste Form wieder von Settings, einfach eine Checkbox, die ist momentan unchecked und jetzt kann ich dem User sagen, hey, wenn du da draufklickst, dann wird vorne dann in der Main-App diese Information auch ankommen. So, grundsätzlich mal ist es so, dass diese Settings in einem zentralen Ort gespeichert werden. Das ist dann wichtig, wenn ich mich frage, wie komme ich denn an die Werte ran? Und ich möchte im Prinzip von meiner kompletten App an diese Werte rankommen. Und dementsprechend brauche ich ein zentrales Objekt. Das nennt sich das Shared Preferences Objekt. Dort würde jetzt beispielsweise stehen, My Setting False. Das sind einfach Name-Value-Pair-Geschichten, wie wir es an anderen Stellen auch schon gesehen haben. Wenn ich jetzt hier den Haken setze, ja, das heißt, ich habe das Ding hier auf Check gesetzt, dann wird automatisch in meinem Shared Preferences Objekt der Wert umgeschossen. Das heißt, da muss ich mich jetzt gar nicht mehr groß drum kümmern, sondern das läuft automatisch. Vielleicht habt ihr es bemerkt, jetzt habe ich hier auch den Text geändert, automatisch in mein Preferences Screen. Darum muss ich mich dann aber tatsächlich selber als Programmierer kümmern. Aber auch das werden wir uns dann anschauen. Da werden wir diesen Preference Change Listener dann brauchen. Wenn ich jetzt zurückgehe in meine App, dann kann ich in meiner App auch auf dieses Shared Preferences Objekt zugreifen und kann dann sagen, hoppla, ist hier was passiert? Ja, es ist was passiert, da steht jetzt True drin und dementsprechend kann ich jetzt meinen Text ändern oder bei größeren oder anderen Projekten dann entsprechend meinen Programmablauf anpassen. Was ich jetzt noch wissen muss, ist, ich kann dieses Shared Preference Objekt so anpassen oder so konfigurieren, wobei das eigentlich der Standard ist, dass selbst wenn ich meine App jetzt zumache und danach wieder anmache, dass dieses Shared Preference Objekt immer noch existiert und dann meine Einstellungen übernommen werden. Das heißt, über den Lebenszyklus meiner App hinaus kann ich an diese Preferences rankommen. Und das ist eine relativ praktische Sache. Ich kann das auch ausschalten, diese Funktionalität. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, hey, in anderen Programmiersprachen muss ich da richtig ein Fass aufmachen, um eben an solche Preferences ranzukommen oder an solche persistierten Eigenschaften. Und hier kriege ich das mehr oder weniger umsonst geschenkt. Und das ist mit Sicherheit eine ganz praktische Sache. Schauen wir uns dazu jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel an, das wir dann auch tatsächlich so umsetzen wollen. Im Prinzip habe ich eine ganz einfache Activity, die soll einfach nur True oder False anzeigen. Das heißt, ein ganz normales TextView-Element ist dort drin und ich habe jetzt ein Preferences-Dialog mit einer ganz normalen Checkbox. Und je nachdem, wie diese Checkbox jetzt angeklickt ist oder nicht, erscheint es True oder False. Das ist die komplette Funktionalität. Wir werden das nachher noch ein bisschen aufblasen, aber das ist jetzt erstmal wirklich das Rudimentärste.
Als allererstes die Information, also wie man diese Activity jetzt erzeugt, da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Ich werde mich jetzt mal hier an der Stelle auf die Activity konzentrieren, die für diesen Settings, für diesen Preferences-Dialog zuständig ist. Und das ist interessanterweise erstmal nichts anderes wie eine stinknormale Activity. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, My Settings Activity, das wird diese Activity sein, die sich um meine Settings kümmern wird, ist nichts anderes wie eine Extension oder eine Vererbung von meiner Activity. Spannend wird jetzt hier. Ich sage jetzt zu meinem Fragment Manager Begin Transaction, das heißt, ich mache hier ein Fragment, ein Preferences Fragment und ich sage einfach, pack mir bitte ein neues Settings-Fragment rein. Ihr ahnt es schon, das heißt, an der Stelle wird jetzt eine neue Klasse irgendwo zu finden sein und das ist meine My Settings-Fragment-Klasse. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt an diesem Beispiel jetzt auf dieses Beispiel auf API Level 11 setze oder die API Level davor unterstütze. Ich habe mich gegen die Option für kleiner API Level 11 entschieden, weil die gesamte Mechanik, wie ich meine Preferences kleiner API Level 11 umsetze, ist auf die Breach gesetzt. Und ich würde grundsätzlich mal sagen, hier können wir durchaus jetzt mal so mutig sein und sagen, wer jetzt immer noch ein Gerät hat, das kleiner API Level 11 hat, der soll sich gefälligst ein neues kaufen, weil das Problem ist, die Support Library unterstützt diese Settings Fragments nicht. Und dementsprechend muss ich mir jetzt entscheiden, gehe ich auf Oldschool, sprich API Level kleiner 11 und habe diese nervigen Warnings ständig wegen diesen breached in meinem Code oder sage ich, ne, Jungs, ab jetzt API Level 11 und größer. Und kann eben mit der modernen Technologie arbeiten. Und ich habe mich jetzt eben, wie gesagt, für Letzteres entschieden. So, ich habe eine Activity, die für meine Preferences jetzt herangezogen werden soll. Diese Activity muss ich jetzt erstmal in dem Android Manifest XML hinterlegen. Das macht man ganz einfach, wie wir es eben gehabt haben. Activity Tag und da packe ich dann die Klasseninformationen rein und dann noch das Label. Recht viel mehr brauche ich an der Stelle nicht. Schauen wir uns den Code mal an von diesem My Settings Fragment. Das wird aus der Klasse Preference Fragment herausvererbt. Das heißt, ich habe eine eigene Klasse für diese Preferences. Hintergrund ist, dass ich hier eben mit diesem Shared Preferences Objekt arbeiten muss und eigene Layouts habe und so weiter. Und dementsprechend ist es in einer eigenen Klasse hinterlegt. Was ich dann habe, ich habe jetzt hier für dieses Setting, diese einzelne Checkbox, die wir hier vorgesehen haben, auch eine ID oder ein Key besser gesagt vergeben. Und den packe ich hier der Einfachheit halber auch mal als konstanten Stringwert rein, damit ich später einfacher damit arbeiten kann. Und dann kommt eine weitere Neuerung zu diesen im Vergleich zu den Activities, wie wir es bis jetzt gesehen haben, oder zu den Fragments, wie wir es bis jetzt gesehen haben. Und zwar das Layout wird instanziert über Add Preferences from Resource. Das heißt, ich hole mir aus einer Ressourceninformation, das ist keine reine Layout-Information, meine Preferences. Und in diesem XML-File stecken neben den Layout-Informationen auch die Keys, die dann später für mein Shared Preferences-Objekt benötigt werden. Das ist so ein Kombinationsteil, wo ich eben sowohl Layout als auch die Information zum Ablegen gespeichert habe. Dieses File schauen wir uns jetzt mal an. Wir erzeugen, wenn nicht schon existent, in unserem Projekt den Ordner XML. Und dort
fügen wir jetzt ein neues Android XML-File ein und nennen es üblicherweise Preferences. Ich kann es auch anders nennen, aber ich würde mich hier durchaus an den Gepflogenheiten orientieren und das Ding Preferences XML nennen. Und in diesem Preferences XML schreibe ich jetzt meine einzelnen Elemente rein. Und nachdem wir ja einen sehr, sehr einfachen Screen haben oder sehr, sehr einfachen Preferences Dialog, ist auch nur ein Element drin, und zwar dieses Checkbox Preference. Wir werden später nochmal auf ein paar Eigenheiten von diesem Ding eingehen, und diese Checkbox Preference kennt jetzt eben ein paar zusätzliche Attribute. Zum ersten Mal der Key. Das ist die Identifikation dieses Elements. Und nachdem ich das später in Java auch identifizieren muss, habe ich das in dem Java-Code ja schon als String-Konstante hinterlegt, pref_test. Dann ist das nächste der Title. Das ist, wenn wir uns erinnern an die Preferences, das etwas dicker gedruckte Wort, wo ich entsprechend den Hinweis gebe, was ist denn das eigentlich für ein Eintrag? Der etwas kleiner geschriebene Textwert, der dann drunter steht, ist das Summary. Das Summary soll mir etwas genauere Anweisungen geben. Was passiert denn, wenn ich da drauf klicke? Und genau dementsprechend könnte es auch sinnvoll sein, dass wenn ich jetzt beispielsweise die Checkbox gecheckt habe, also angeklickt habe, ist es der Haken gesetzt, dass ich einen anderen Summary-Inhalt brauche, als wenn das Ding nicht angeklickt ist. Ja? So frei nach dem Motto, wählen Sie diesen Wert aus, um bla 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 zu tun. Wenn dann der Haken aber setzt, dann klicken Sie den Haken weg, um das und das zu verhindern. Also das kann ich dann anpassen und das wird durchaus auch üblicherweise gemacht. Dann wird noch ein Default Value gesetzt. Das heißt, wenn diese App zum allerersten Mal geladen wird, dann muss ich hier einen Standardwert setzen und den habe ich jetzt hier mal mit True gewählt. Ja, ich könnte auch False reinpacken und der muss natürlich an die Eigenheiten dieses Elements angepasst sein. Checkbox Preference kennt nur True und False, weil es ja nur zwei Statuswerte kennt. Ja, das wäre so die wesentlichen Elemente. Und jetzt gucken wir uns mal den nächsten Code an. Und zwar ist es jetzt mein Layout der Main-Activity. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, nur der Vollständigkeit halber, ich habe hier die ID nochmal kurz rot eingekastelt. Das werden wir dann später brauchen, damit wir im Code auch unseren Setting-Wert irgendwie dann nochmal nach außen sichtbar machen können. Als nächstes, und das ist jetzt wieder eine Neuerung, wir müssen uns jetzt erstmal darum bemühen, dass ich diesen Preference-Dialog überhaupt aufrufen kann. Und das geht üblicherweise mit dem Main-Menü. Und das ist üblicherweise in der Methode onCreateOptionsMenu. Und da gibt es jetzt diesen Menu-Inflator und dann inflateAirMenuActivityMain. Und das ist wiederum etwas, was ich wieder in meinen Konfigurationsfiles finde. Wenn ich dort mal vorbei surfe, dann finde ich dieses Menu-File, in diesem res-menu finde ich mein XML-File und das ist mein Hauptmenü. Und hier finde ich jetzt alles, was in meinem Hauptmenü zu sehen ist. Im Prinzip habe ich jeden Menüeintrag in einem eigenen Item und ich habe jetzt hier beispielsweise mein Eintrag für die Settings. Das ist üblicherweise schon drin, wenn es bei euch nicht automatisch generiert wird, müsst ihr es halt selber eintragen. Und das ist genau der Eintrag, den wir dann später brauchen, um die Preferences anzeigen zu lassen. Die Order and Category ist für uns jetzt momentan noch uninteressant. Sehr viel spannender ist Show as Action. Und zwar
gibt es ja diesen Action-Dialog, diesen Action-Balken. Action-Bar, glaube ich, nennt sich das Teil. Und ich kann Menüelemente dort auch anzeigen lassen. Nachdem wir aber unsere Settings, unsere Preferences nicht so prominent platzieren wollen, dass das Ding ständig hier irgendwo rumleuchtet auf unserem Bildschirm, sagen wir üblicherweise Show as Action Never, weil wir das nur über diesen speziellen Settings-Button entsprechend anzeigen lassen wollen. Und dann am Schluss gibt es dann noch den Titel. Das ist dann das, was tatsächlich angezeigt wird. Also im Strings XML würden wir unter Menü Settings dann einfach nur das Wort Settings oder Preferences dann finden. Was ich noch tun kann, ist, ich kann dann eine Grafik hinterlegen und die wird dann je nach Displaygröße angezeigt oder es wird darauf verzichtet. Das entscheidet Android dann selber. Auch das kann ich nochmal einstellen. Aber jetzt hier an der Stelle werde ich mal ganz flockig darauf verzichten. Als nächstes muss ich die Methode on Options Item Selected implementieren. Und zwar, das ist genau die Methode, die aufgerufen wird, wenn in meinem Menü irgendwas angeklickert wird. Die wird sowieso aufgerufen. Deswegen werde ich in einer ganz bestimmten Situation auch in der Superklasse das aufrufen müssen. Das heißt, wenn ich das Ding überschreibe, dann muss ich mich darum kümmern, dass das Ding nicht komplett blind gelegt wird. Und dementsprechend schauen wir uns den Code jetzt mal an. Ich habe als erstes mal ein Switch-Statement und prüfe, ob denn der Menü-Item, den ich an der Stelle verantwortlich gemacht habe für oder der verantwortlich dafür ist, dass diese Methode aufgerufen wird, ob der genau der ID entspricht, die ich für mein Settings hinterlegt habe, also dieses ID-Menü-Settings, was wir vorhin gesehen haben. Wenn das der Fall ist, dann starte ich meine Settings. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es offensichtlich so, dass irgendein ein Systemmenü irgendwie geklickt wurde und dann muss ich mich darum kümmern, dass meine On Options Item Selected Methode von der Superklasse aufgerufen wird. Ansonsten, wenn ich tatsächlich die richtige Ursache für den Aufruf der Methode gefunden habe, sprich, ist es tatsächlich aus meinem Menüeintrag gestartet worden oder geklickt worden, dann habe ich jetzt hier eine eigene Methode geschaffen, die nenne ich Start Settings. Dort habe ich jetzt sozusagen alles eingedampft, was für diesen Dialogstart notwendig ist, und dann gebe ich einfach an den aufgerufenen True zurück, so frei nach dem Motto: Hab dich verstanden, es ist was passiert, und du kannst beruhigt sozusagen sein, dass dieser Menüklick auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Dann schauen wir uns diese Methode mal an, diese Start-Settings-Methode. Im Prinzip, was da passiert ist, es wird einfach eine Activity gestartet, so wie wir es in dem Intent-Video auch schon gesehen haben. Das heißt, ich erzeuge einen ganz normalen Intent, sage, wo er herkommt und entsprechend, was für eine Klasse instanziert werden soll. Also ein expliziter Intent. Und dann einfach hier Start Activity und dann ist das Thema durch. So, jetzt sehen wir uns mal die OnResume-Methode an. Wir erinnern uns an den Lifecycle, an die OnResume-Methode ist die Methode, bei der die aufgerufen wird, kurz bevor die Activity in den normalen Status geht, also in den aktiven Status, wo ich mit ihm arbeiten kann. Wenn wir uns daran erinnern, wenn ich jetzt aus meiner aktuellen Activity eine neue, also aus der Main Activity eine neue Activity aufrufe, das wäre jetzt diese Preferences Activity, dann werde ich erstmal in diesen Pause-Status gehen. Und wenn ich von dort wieder zurückkomme, laufe ich über die OnResume-Methode. Und das heißt, an der Stelle muss ich jetzt, wenn ich auf meinen Preferences komme, die potenziell geänderten Preferences auslesen, damit ich eben meinen Bildschirm updaten kann. Und
Im Prinzip läuft es so, ich hole mir jetzt an der Stelle erstmal meine Shared Preferences. Es gibt einen Preference Manager und der holt mir dann die Default Shared Preferences. Und das ist genau dieses Objekt, in dem alle Preferences abgelegt sind. Danach sage ich Preference Test checked, wenn ich dieses Preferences Objekt nicht, wenn ich es gefunden habe, dann hole ich mir die Preferences raus, die ich jetzt benötige. Wir haben in unserem Beispiel nur eine einzige Preference, das ist diese KeyPrefTest und lese sie aus mit getBoolean. Und das lagere ich jetzt in meiner Variable PrefTestChecked ab. Sollte ich das Ding nicht finden, weil es beispielsweise die Preferences noch nie aufgerufen wurden, dann kann ich jetzt hier auch einen Default-Wert hinterlegen. Das heißt, wenn ich sie nicht finde, dann sollen sie false sein. Ich kann sie auch auf true setzen, das ist an der Stelle jetzt egal, je nachdem, was meine Funktion jetzt fordert. So, das heißt, ab dieser Stelle habe ich jetzt in der Variable PrefTestChecked einen true oder false-Wert. Entweder mein false-Wert, wenn die Preferences nicht gefunden wurden, oder entsprechend die Preferences, die hinter diesem Key hinterlegt sind. Und dann kann ich entsprechend diesen Wert in mein TextView eintragen. Im Prinzip, ich muss halt ein String-Value-Off machen und dann erscheint hier eben auf meinem Bildschirm True oder False. Bevor wir jetzt in den Code tiefer reingehen, noch ein paar Worte zum Shared Preferences Objekt. Das Ding speichert die Werte im Filesystem ab. Und zwar so, dass ich von allen Activities innerhalb meiner App darauf zugreifen kann. Dann braucht jeder Wert einen eigenen Key, damit ich ihn eindeutig identifizieren kann. Das, glaube ich, versteht sich von selbst. Was ganz spannend ist, ich kann auch manuell Werte reinfüllen. Das heißt, selbst wenn ich in meinem Preference-Dialog für irgendeinen speziellen Wert kein Element habe, kann ich mit Java-Code dort explizit Werte reinpacken. Das kann ich dann zum Beispiel nutzen, um den letzten, was weiß ich, Spielerscore oder sowas einzutragen, den der Spieler gehabt hat. So ein bisschen missbraucht dieses Konstrukt, aber hey, es funktioniert und für kleinere Werte ist es durchaus okay. Ich kann auch das Speichern im Filesystem unterbinden, indem ich persistent false setze, das ist dieses Attribut. Und wenn ich das so gesetzt habe, dann wird es sozusagen beim Neustart der App wieder auf den Default-Wert zurückgelegt worden sein. Wer das will, kann das setzen, aber in den meisten Fällen, glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, das Zeug persistieren zu lassen. Wie wir uns in Android ja schon daran gewöhnt haben, gibt es die Möglichkeit, bei allen Elementen auch programmatisch darauf zuzugreifen. So auch hier. Wir können jetzt hier innerhalb unserer Preference-Klasse, das heißt, wenn sie gerade gezeigt wird, unser Preference Fragment, auch mit Hilfe von Java Code die Werte ändern. Dazu muss ich das Ding erstmal identifizieren mit Find Preference und dann dem Key, den ich hinterlegt habe, also in meinem Preference XML File, den ich jetzt hier auch parallel als Java Konstante, als String Konstante hinterlegt habe. Und wenn ich das Ding gefunden habe, kann ich einfach mit setChecked das Ding dann auf true setzen, ja, oder auf false, also checken und unchecken. Das kann durchaus mal sinnvoll sein, wenn ich voneinander abhängige Elemente habe, die dann gewisse Voreinstellungen dann benötigen. Wenn ich außerhalb meiner Preferences-Klasse oder der Fragment-Preference-Klasse bin, dann macht es keinen Sinn, auf meine grafischen Objekte zuzugreifen und die als checked oder unchecked zu setzen, sondern dann gehe ich direkt in das Shared-Preferences-Objekt rein. Aber das werden wir uns dann später nochmal anschauen. Das läuft im Prinzip genauso, als wenn ich manuell irgendwelche Werte dort einsetze, die jetzt nicht mit einem grafischen Preference-Objekt hinterlegt sind. Das wird ein bisschen umständlich, da brauche ich einen Editor, aber das werden wir dann im Anschluss nochmal sehen.
So, da gehen wir gleich mal drauf, wenn ich diese Informationen in einer App sichern möchte, wie gesagt, Highscore oder sonst irgendein Kram, dann kann ich das eben auch in diese Shared Preferences reinpacken. Wenn ich das tun möchte, also beispielsweise einen Status einer App in die Preferences reinpacken, dann mache ich das üblicherweise in der OnDestroy-Methode, weil das die letzte ist, die wurde bei der App aufgerufen wird. Das heißt, bevor das Ding in den Jordan runtergeht, wird OnDestroy aufgerufen. Also macht es auch Sinn, hier seine Preferences reinzupacken. Also ich hole mir das Ding jetzt erstmal, meine Shared Preferences, so wie ich es vorhin eben auch gesehen habe, und dann erzeuge ich einen Editor. Ja, also My Editor, dort möchte ich jetzt meine Preferences dann auch anpassen. Und jetzt sage ich einfach Put String. Dann habe ich jetzt einen neuen Key, den habe ich jetzt auch als Konstante jetzt irgendwo hinterlegt, als String-Konstante, auch mit einem eindeutigen Key. Ich habe das jetzt mal Key Preferences DIN für Dynamic genannt. Und dann schreibe ich jetzt hier My Dynamic Value. Ist ein String, da kann ich jetzt beliebige Strings reinpacken. Und dann am Schluss mache ich noch einen Commit. Und jetzt steht das Thema oder dieser String in meinem Shared Preferences drin. Und ich kann sie jetzt beim nächsten Start meiner App auch wieder auslesen. Folgende Datentypen werden unterstützt. Das haben wir bei den vorigen Videos auch schon gesehen, da muss man sich manchmal ein bisschen einschränken, aber die wesentlichen sind da. Also auf jeden Fall mal Boolean. Das wäre dann Put Boolean, mein Key und dann mein Boolean Value True oder False. Dann gibt es Float. Put Float, wer hätte das gedacht? Also einigermaßen durchgängig konstruiert das Ganze. Und dann haben wir noch Integer, Long und String. Put int, put long, put string, also im Prinzip das gleiche Spiel. Und dann noch ein Set. Set ist ein Hash-Set und dort kann ich sequenziell Werte eintragen. Ja? Also put string set und dann kommen da meine Key- und Value-Werte ran. Wenn ich das Ganze wieder auslesen möchte, dann wird es über in ein Array umgewandelt und dann kann ich an dem So, nächster Punkt ist die Sache mit den dynamischen Werten. Wenn wir uns jetzt hier mal diesen Preference-Dialog hier anschauen, dann habe ich hier meine Checkbox wieder und als Summary steht hier Do Check. Ja, das heißt, dieser Text bezieht sich jetzt darauf, dass hier in meiner Checkbox kein Haken drin ist. Wenn dort ein Haken drin wäre, dann würde der aus die Information Do Check keinen wirklichen Sinn machen, weil es ist ja ein Haken schon drin. Wenn ich jetzt den Haken setze, dann wäre es ja ganz geschickt, wenn jetzt hier sich dieser Text ändern würde. Jetzt hier mal in dem Beispiel auf Do Uncheck. Und genau das ermöglicht mir der OnShared Preference Change Listener. Mächtiges Wort. Der wird im Prinzip immer dann angetriggert, wenn in meinen Preferences irgendwas geändert wurde. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier in dem folgenden Code mal an. Ich habe jetzt hier eine Methode geschrieben, die habe ich getauft Set Summary Text. Und das Ding bekommt jetzt als Parameter My Checkbox. Also einfach das Ding, was jetzt hier sich tatsächlich verändert hat. Und ich sage jetzt, wenn das Ding ungleich null ist, ist einfach nur so ein kleines Sicherheitsfeature, dass es auch wirklich sauber abgearbeitet wird. Dann sage ich, wenn das Ding checked ist, also wenn da ein Haken gesetzt ist, dann hätte ich gerne als Summary folgenden String aus meiner String-XML-Datei. Also pref test sum checked. Steht jetzt beispielsweise do uncheck, so wie wir es im vorigen Beispiel gesehen haben. Und ansonsten, wenn es nicht gecheckt ist, dann ist es, obwohl ist offensichtlich der Haken nicht gesetzt, dann setze ich halt einen anderen String als Summary, PrefTestSum. So, und damit habe ich jetzt eine dynamische Funktion geschaffen, die mir eben, je nachdem, ob das Ding gecheckt ist, einen anderen Text setzt, als wenn es uncheckt ist.
Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass dieses Ding auch wirklich aufgerufen wird. Und das machen wir mit Hilfe dieses OnSharedPreferenceChangeList. Das heißt, in meiner MySettingsFragment-Klasse implementiere ich diesen Listener und sage dann, ich muss die entsprechende Methode hinterlegen. Das ist die OnSharedPreferenceChanged-Methode. Und die bekommt jetzt auch schon alles, was ich brauche. Und zwar die Shared Preferences, auf die ich ja dann auch meinen Test machen möchte. Und vor allem auch der Key. Der Key ist genau das Element, was meine Änderung jetzt bewirkt hat. Und dann sage ich, wenn mein Key genau dem Wert entspricht, den ich jetzt hier hinterlegt habe, also KeyPrefTest, das ist diese Checkbox, die wir eingetragen haben, dann ruf bitte SetSummary Text auf. Und dann sage ich im Prinzip, übergib dieser Methode diese Checkbox Preferences, und zwar genau dieses Ding. Dort könnte ich jetzt entweder diesen KeyPrefTest reinpacken oder diesen Key, das wäre an der Stelle egal, das wird identisch sein. Das heißt, ich habe dieses Interface implementiert, und diese Implementierung erfordert diese OnSharedPreferenceChange-Methode, und dort kann ich jetzt entsprechend meines Keys diesen SetSummary-Text aufrufen, den wir vorhin gesehen haben, und der ändert jetzt meinen Summary-Text. So. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss meinen Listener registrieren. Nachdem diese Preferences ja eher selten genutzt werden sollen, möchte ich nicht, dass ich diese Ressource meines Listeners ständig am Laufen habe. Das heißt, ich registriere das Ding erst bei OnResume meiner Activity. Also sobald das Ding in den aktiven Zustand geht, möchte ich, dass dieser ChangeListener registriert wird. Und sobald das Ding auf OnPause geht, wird das Ding wieder unregistered. Das heißt, dann schmeiße ich das Ding wieder raus, weil das ja genau die Situation ist, die ich eigentlich hauptsächlich in meiner App habe, dass einfach meine Settings nicht angezeigt werden. Und das haben wir bei den anderen Listenern bis jetzt nie so gemacht. Hier eben aufgrund der Tatsache, dass meine Preferences seltener genutzt werden, empfiehlt es sich, weil das mit einer der obersten Gebote beim Programmieren von mobilen Devices ist ja die Energie Effizienz des Codes, und das heißt, alles, was ich nicht wirklich dringend brauche, schmeiße ich einfach raus. So, und jetzt muss ich nur noch mich darum kümmern, dass, wenn meine Activity erzeugt wird, dass auch der richtige Summary-Text auch angezeigt wird. Das heißt, in der OnCreate-Methode rufe ich das Ding gleich auf, mein SetSummary-Text, einfach damit ich beim allerersten Aufruf auch den korrekten Text zu stehen habe. Das wird gerne vergessen, aber darauf bitte ich einfach zu achten, dass ich auch eine initiale Situation habe und ich genau die auch berücksichtigen muss. An dieser Stelle möchte ich jetzt ein paar Worte zu den grundsätzlichen Einstellungen meiner Preference-Elemente loswerden. Und zwar anhand wieder unseres Checkbox-Preference-Beispiels. Ich habe jetzt hier mal die Situation dargestellt. Ich habe jetzt zwei Preferences. Ich habe jetzt hier in dem Code an der Stelle jetzt nur die Preference 2 dargestellt. Das soll jetzt hier das untere sein. Und da gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch. Als allererstes der Key. Kennen wir jetzt inzwischen. Ich brauche einen eindeutigen Key. Ich habe das Ding jetzt mal Pref 2 genannt. Der drüberliegende, das drüberliegende Element soll Pref 1 heißen. Dann habe ich den Title. Der Title ist dieses fettgedruckte, das ist sozusagen eine eindeutige Benennung für den User darstellt, dass der User wirklich sich orientieren kann an diesen Titel. Was ist denn das für ein Setting? Dann haben wir dieses Summary. Das Summary soll eine etwas dediziertere Information geben. Was passiert denn, wenn ich da draufklicke? Und das halte ich im Regelfall eben auch dynamisch, je nachdem,
welche Situation ich gerade habe, wird entsprechend das Summary auch angepasst. Default Value, das ist der Wert, der beim allerersten Aufruf meines Preference Screens dann gesetzt wird. Dann haben wir hier jetzt auch mal ein Beispiel mit einem Icon. Das ist ein ganz normales Drawable Element, das ich hier einsetze und entsprechend dann auch ganz normal angezeigt wird. Einfachheit halber habe ich jetzt dieses Standard IC Launcher Bildchen genommen, aber ihr wisst ja aus dem Gelbgurt, wie ich eigene Grafiken einbette und die kann ich ja entsprechend auch referenzieren. Und hier habe ich noch eine ganz spannende Sache. Und zwar, ich kann hier auch eine Dependency einstellen. Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise die Situation, dass mein Pref 1, also mein Setting 1 oben, den Haken gesetzt hat. Und wenn dieser Haken gesetzt ist, dann ist mein unteres Element auch aktiv. Wenn ich diesen Haken nicht mehr gesetzt habe, dann kann ich es auf inaktiv setzen. Das heißt, je nachdem, was der obere Haken jetzt, ob der obere Haken da ist oder nicht, kann ich mein unteres Element abhängig davon auf aktiv oder inaktiv setzen. Das ist manchmal ganz praktisch, ist ein bisschen starr für viele Anwendungen, aber für einfache Situationen mit Sicherheit ganz sinnvoll. Ich kann das allerdings auch programmatisch machen, indem ich einfach hier sage, Checkbox, also wenn dort jetzt mein Setting 2 drin wäre, würde ich jetzt sagen können, Set Enabled. Und damit hätte ich jetzt die Situation, das Ding tatsächlich auf Disabled zu setzen. Und es gibt dann auch den Getter dazu, Is Enabled, und dann, wenn das Ding enabled ist, kann ich auch entsprechend damit arbeiten. Also das noch zur User-Kontrolle. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo ihr auf sowas dann zurückgreifen müsst. Einfach dran denken, hier habt ihr ein paar Optionen, um eben die Nutzbarkeit von diesen Settings eben zu erlauben oder auch zu verbieten. Nun möchte ich mal auf die einzelnen Basiselemente, grafischen Elemente meines Preferences Dialog mal eingehen. Ich beginne mit der Checkbox Preference, die haben wir jetzt oft genug gesehen. Hier nochmal der Vollständigkeit halber die wichtigsten Sachen. Die Screenshots sind vielleicht ein bisschen unscharf, es liegt daran, dass ich die aus dem Emulator einfach rausgenommen habe. Das war für mich jetzt hier an der Stelle das Einfachste. Schauen wir uns das mal an. Checkbox kennen wir inzwischen. Wir haben unser Summary, unseren Title, wie bei allen Elementen. Den Code haben wir jetzt auch schon zu Genüge gesehen. Das heißt, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen darüber. Einzig allein will ich noch mal ganz kurz auf die beiden wichtigsten Methoden eingehen. Das ist die isChecked-Methode. Das heißt, damit prüfe ich, ist das Ding gesetzt oder nicht. Und setChecked. Dort, das ist die Methode, wo ich dann sozusagen programmatisch den Haken setzen oder entfernen kann. Das nächste Element ist im Prinzip das gleiche in grün. Das ist das Switch Preference Element. Das ist nichts anderes wie die Checkbox, die sieht halt nur ein bisschen anders aus. Im Wesentlichen ist es eine Ableitung der Klasse ToState-Preference, genauso wie die Checkbox, das heißt die Methoden, die wir hier bei dieser Switch-Preference sehen, sind identisch zur Checkbox. Es sieht halt ein bisschen wichtiger aus und ich kann hier an der Stelle auch hier einen Text hinterlegen, hier steht jetzt aus, wenn ich draufklicken würde, müsste anstehen, das ist wieder eine sprachabhängige Variante und dementsprechend wird unser XML-File auch ein bisschen anders aussehen. Ich habe hier einfach die Situation, dass ich einen Switch-Text-On und einen Switch-Text-Off hinterlegen kann. Das heißt, hier kann ich jetzt beispielsweise die deutschen Worte an und aus hinterlegen. Wenn ich das nicht tue, dann würde ganz standardmäßig On und Off dort stehen. Und über mein String XML kann ich das Ganze jetzt eben auch weiterhin sprachabhängig gestalten mit allen anderen möglichen Sprachen. Und so kann ich das ein bisschen aufhübschen, das Ganze.
Wie gesagt, weil das von der gleichen Grundklasse abgeleitet worden ist, wie die Checkbox, gibt es ja auch ganz normal die IsCheckt und SetCheckt Methoden, wie bei der Checkbox auch. Ich glaube, das sollte jetzt auch kein großes Thema dann darstellen. Das nächste Element sind die List Preferences. Die sind auch relativ praktisch, sieht man auch recht häufig und ich nutze die auch bei meinen Apps. Was das Ding ist, ist nichts anderes wie, ich klicke hier auf dieses Element, also was ich hier momentan lediglich sehe, ist der Title und das Summary. Und hier, wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich ein weiterer Dialog, wo ich jetzt hier in dem Beispiel jetzt drei verschiedene Werte auswählen kann. Und das also fest definiert und wir gucken uns jetzt mal an, was ich alles tun muss, um eben so eine List Preference überhaupt zu realisieren. Als allererstes muss ich mich mal darum kümmern, dass meine einzelnen Werte dargestellt werden. Und da muss ich jetzt aufpassen, ich muss unterscheiden zwischen den Werten, die ich angezeigt bekomme. Das habe ich jetzt hier mal unter dem Namen PrefListExampleDisp für Display hinterlegt. Das sind drei Werte als StringArray. Das ist ein neues XML-Element, was wir kennenlernen, das StringArray-Element. Und dort habe ich jetzt meine drei verschiedenen Items. Das heißt Wert A, Wert B und Wert C. Das sind also somit ein Array der Länge 3 mit diesen drei Werten drin. Das sind die Werte, die angezeigt werden sollen. Die eigentlichen Werte, die ich dann später im Programm verarbeiten möchte, die sehen dann anders aus. Hier habe ich wieder ein String Array, aber mit anderen Werten, mit 0, 1 und 2. Die habe ich jetzt nicht mal so gewählt. Warum man die verarbeitenden Werte und die angezeigten Werte voneinander trennt, ist schlichtweg die Sprachunabhängigkeit. Das heißt, den oberen Teil dieses Files, also String Array Name Pref List Example Dist, die angezeigten Werte, die kann ich jetzt wieder sprachabhängig in meinen verschiedenen Sprachunterordnern hinterlegen. Diese Values 0, 1, 2, die möchte ich natürlich nicht sprachabhängig hinterlegen, sondern die sollen eindeutig bleiben, weil ich möchte nicht für jede Sprache meinen Code anpassen müssen. Und dementsprechend brauche ich zwei von diesen Arrays. Jetzt gucken wir uns mal den Code in Preference XML dazu an. Wir finden jetzt hier unsere List Preference, das jetzt einen Key bekommen hat. Gut, nichts Neues. Dann ein Default Value. Hier ist zu beachten, dass dieser Default Value tatsächlich das Value ist, also der Wert 0, 1 oder 2 in unserem Beispiel, nicht das, was angezeigt wird. Wir wollen hier immer sprachunabhängig bleiben. Dann Title und Summary ist wie gehabt, also nichts Besonderes. Dann komme ich jetzt auf die Entries. Das ist jetzt eine Referenz auf das Array mit den anzuzeigenden Werten. Also Wert A, Wert B, Wert C in unserem Beispiel. Und das entsprechend auch von dem Unterordner, der jetzt für die aktuelle Sprache heranzuziehen ist. Die Values, die zurückgegeben werden bei der Auswahl, die referenziere ich mit dem Attribut Entry Values. Das sind jetzt die sprachunabhängigen Werte. Mit denen werde ich später im Programm arbeiten. Und um mit denen zu arbeiten, brauche ich ein paar Methoden. Das eine ist die Methode getEntryValues. Das liefert mir ein Array einer Char-Sequence zurück, also eine Art String-Array. Char-Sequence war was Ähnliches wie ein String. Und damit kann ich jetzt auf die einzelnen Entry-Values zugreifen. Das ist das sprachunabhängige Array. Nochmal, die Werte, die angezeigt werden, sind für uns jetzt hier an der Stelle sekundär, weil ich ja nicht für meinen entsprechenden Code irgendwie eine Anpassung pro Sprache machen möchte, sondern das soll ja Android über diese Unterordnerstruktur klären. Dann möchte ich vielleicht mal rausfinden, wo ein bestimmter Wert in
in meinem Array zu finden ist. Das heißt, ich hole mir jetzt meine Preferences wieder und sage find index of value, und in dieser Variable value ist jetzt ein String versteckt und er prüft jetzt, wo dieser String dann zu finden ist, an welcher Indexposition. Dann mein aktuell ausgewählter Wert, das ist finde ich mit getValue raus. Das heißt, wenn der User irgendwie den ersten Wert ausgewählt hat, den obersten, das wäre jetzt in unserem EntryValuesArray der Wert 0, also String 0, dann würde hier in MyValue der String 0 auftauchen. Und am Schluss noch SetValue, damit ich auch manuell was setzen kann. Das ist dann auch ein stinknormaler Setter, also auch nichts wirklich Weltbewegendes. Dann haben wir noch die Möglichkeit, in unseren Preferences Textwerte einzugeben. Das ist im Prinzip ein EditTextPreference-Element. Und das Ding funktioniert im Prinzip wie jede Texteingabe auch, die ich im Prinzip auch ähnlich handhaben kann wie meine EditTextViews für meine normalen Layouts. Von der XML-Struktur her sieht es jetzt auch nicht wirklich spannend aus. Ich habe hier meine Standardelemente Key, Title und Summary. Dann habe ich mein Default Value. Den hole ich mir auch wieder aus meiner String-Datei raus. Das muss natürlich vom Typ her passen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Text Preference-Element habe, das nur Nummern akzeptiert, muss dann natürlich auch eine Nummer dann drinstehen in meinem String. XML-File. Und hier Input Type Number, das ist im Prinzip genau das gleiche wie bei den Edit Text Views. Dort habe ich wirklich die gleichen Möglichkeiten, weil ja auch die gleichen Ein- und Ausgabeprozeduren von Android für diese Elemente verwendet werden. Das letzte, was wir uns beim Thema Preferences jetzt ansehen werden, ist die Gruppierung. Und zwar ist man angehalten, die Preference Screen nicht zu lang zu machen, also nicht zu viele Einstellungselemente untereinander zu positionieren. Einfach vor dem Hintergrund, es wird dann sehr schnell unübersichtlich und dementsprechend muss man hier eine Lösung haben. Und die einfachste Lösung, die uns Android hier bietet, das ist die Verschachtelung von Preference Screens. Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier unser Root-Element. Das ist der Preference-Screen, so wie wir es aus den anderen Beispielen auch gesehen haben. Und hier kann ich jetzt meine Elemente reinpacken. Checkbox, Preference, List-Elements und so weiter. Und wenn ich jetzt hier ein Element haben möchte, das einen weiteren Screen öffnet, dann packe ich hier ganz einfach einen weiteren Preference-Screen rein. Das heißt, es wird jetzt auch in meiner Liste ein Element sein, das ich dann entsprechend anwählen kann. Das Ding bekommt einen Key. Das ist einfach zur besseren Identifikation. Aber es bekommt auch einen Title. Das heißt, ich werde hier an der Stelle jetzt genau diesen String, der hier hinterlegt ist, in meinem Preferences Screen sehen. Genauso kriegt das Ding auch einen Summary. Und jetzt wissen wir auch, warum es sinnvoll ist, einen Key zu hinterlegen, damit ich entsprechend meinen Summary auch per Java-Code anpassen kann, wenn es denn notwendig ist. Und hier drin werde ich jetzt in der Lage sein, weitere Elemente reinzupacken, wie zum Beispiel dieses Switch-Preference. Das heißt, alles, was jetzt innerhalb dieses Preference-Screen-Elements, dieses Kind-Elements meines ursprünglichen Preference-Screens. Alles, was ich hier innerhalb reinpacke, wird auch dann entsprechend in einem neuen Preference-Screen dann auch zu sehen sein. Das heißt, ich habe sozusagen eine Verschachtelung meiner Elemente und somit auch eine Verschachtelung meiner Settings oder Preference-Screens in meinem Handy dann. Ja, Beispielgrafisches habe ich jetzt hier nicht mit reingepackt. Das könnt ihr relativ einfach selber ausprobieren. Packt einfach ein paar Preferences rein, macht so eine Subgruppierung und das war's dann auch schon. Jetzt haben wir uns auch durch dieses Thema durchgequält.
Wie gesagt, dieses Settings-Thema ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Trotz allem macht es aus meiner Sicht Sinn, sich dieses ganzen Themas anzunehmen, weil man immer ein paar Einstellungen hat bei seinen Apps, die ich irgendwo auslagern muss. Und dementsprechend sollte man sich da durchaus mal reinknien. Es ist vom Handling her relativ einfach. Also, wenn man das mal gefressen hat, dann geht es wirklich ruckzuck, sich dort irgendwelche Einstellungsscreens zusammen zu basteln. Und insofern auch hier wieder viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und wir sehen uns beim nächsten. Und das wird dann auch gleich das letzte Orangegurt-Video sein.